Seit 9 Jahren begeistert Bares für Rares auf dem ZDF und ZDF Neo unglaublich viele Millionen Menschen. Und er ist seit Anfang an dabei. Ich freue mich sehr. Fabian Kahl, wie geht's dir und wo bist du? Hi. Na, mir geht's gut, wie immer, wenn ich dich sehe, weißt du? Das war doch schon immer so, Nico. Das hat sich nicht geändert. Ich bin gerade im Schloss Brandenstein, Familienschloss. Wir haben alle Drehaufnahmen beendet für Bares für Rares und jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Zeit, auf der Couch rumzulümmeln und Dokus zu gucken zum Beispiel. Endlich. Und die Web-Talk. Ja, natürlich. Jede Folge. Jede Folge. Nein. Aber ist das für dich auch krass, dass 9 Jahre schon rum sind? Ja, das ist echt krass. Wann haben wir denn eigentlich das letzte Mal miteinander zu tun gehabt? 2018. Boah, auch das ist schön. Ey, die Zeit vergeht, das ist irre. Ne? Wir drehen seit 9 Jahren, wir haben uns jetzt schon 4 Jahre nicht gesehen. Also, oder beziehungsweise war ich 4 Jahre nicht in deiner Show, das ist schon irre. Ja, ist krass. Ich habe immer das Gefühl, je älter man wird, desto mehr rast die Zeit. Absolut. Wie würdest du deine Frisur aktuell beschreiben? Edgy Berlin-Style. Dürfte doch genau dein Ding sein, oder? Also genau das, was man auf dem Land trägt, wo du wohnst. Genau, absolut. Ja, es ist tatsächlich ein Überbleibsel aus der technoiden Szene. Aber das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, weil kaum ein Club hat noch auf und man kann kaum noch das leben, wovon es zeugt. Ist schade. Sehr, sehr schade. Das vermisse ich. Ich bin guter Dinge, dass wir eines Tages wieder alle tanzen gehen können und dass dann viele Leute sagen werden, Fabian, was ist das denn für eine Frisur? Das hoffe ich auch. Du, sag mal, mir ist was aufgefallen und ich glaube, das ist vielen Leuten aufgefallen. Ist Ludwig nicht mehr bei Bares für Rares dabei? Ludwig ist nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht, wann er gegangen ist, aber er hat irgendwann entschieden, dass er einfach zu alt ist, beziehungsweise auch gerne seine Rente genießen möchte und dass er auch die Fahrerei, ich meine, der ist immer von Offenburg nach Köln gefahren, dass das für ihn nicht mehr in Frage kommt und hat sich dann verabschiedet vom Set. Ja, schade, aber ich kann es verstehen. Ab einem bestimmten Alter muss das auch nicht mehr so sein. Ihr wart ja das konträre Paar überhaupt. Ja, du mit deinen sahst aus wie 17, Ludwig sah aus wie Mitte 50 und ihr wart halt so konträr. Deswegen fand ich das krass, jetzt zu wissen, dass der eine ist jetzt weg. Du hast dich natürlich auch ganz viel verändert. War das ein bisschen schade für dich, dass er dann gegangen ist? Na klar, Ludwig war ein Urgestein von Bares für Rares. Das war so witzig, mit ihm zu drehen. Er hat wirklich auch für sehr, sehr viel Heiterkeit und Humor am Set gesorgt. Er hatte natürlich auch so seine Eigenarten, mit denen man umgehen konnte. Und das war auch nicht immer einfach, aber es ist halt auch ein alter Herr, der schon im Showbusiness war, als wir noch in der Wiege gelegen haben. Von daher darf er das. Und mir fehlt Ludwig schon. Ja, man denkt doch oft zurück an die coolen alten Zeiten. Da habt ihr ja auch alle noch in so einem Art Halbkreis gesessen. Ne? Das ist ja auch seit Corona nicht mehr der Fall. Und da waren ganz am Anfang waren wir auch nur 5 Händler. Ne? Und da war Ludwig natürlich fester Bestandteil, klar. Dann haben wir irgendwann mehr Händler ans Set bekommen und dann hat er auch gemerkt, okay, er kann jetzt auch mal etwas kürzer treten oder sich sogar verabschieden und es geht trotzdem weiter. Aber er hat es mit aufgebaut und er hat Bares für Rares groß gemacht. Bist du noch der jüngste Händler oder die jüngste Händlerin? Ja, immer noch. Aber jetzt mittlerweile ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Also ich glaube, der zweitjüngste ist der David mit 33, wenn ich mich nicht irre. Also 3 Jahre nach mir. Aber ja, den Rekord halte ich immer noch. Mittlerweile ist das Bares für Rares-Universum ja expandiert. Und ich hatte letztens was gesehen von dir bei den Händlerstücken. Otto Müller ist einer deiner absoluten Lieblingskünstler. Und da kam ein Stück eben zu euch in den Händlerraum. Und bei Händlerstücke wird ja die Reise danach begleitet. Was passiert da genau? Und was passiert eben mit dieser Lithografie von Otto Müller? Händlerstücke ist ein wahnsinnig schönes und interessantes Format, das ich gerne auch schaue, wenn man da eben sieht, was die Kollegen und alle, die bei Bares für Rares beteiligt sind, was die so machen, wenn sie Dinge kaufen, die einen gewissen Restaurationsbedarf haben oder die in verrückte Sammlungen eingepflegt werden oder sowas. Das wird dort begleitet und man kann wirklich über die Schulter schauen, wenn wenn unsere Kollegen eben diese Sachen wieder restaurieren oder auch Restauratoren kennen, die das professionell machen. Also es geht da weniger um uns Händler,
als zu zeigen, was macht eigentlich ein Porzellanrestaurator? Was macht eigentlich ein Gemälderestaurator? Was kann man überhaupt alles machen oder was ist zum Beispiel nicht möglich? Und solche Werdegänge werden da gezeigt. Super spannend, kann ich echt nur empfehlen. Die Quote ist von Anfang an gut gewesen und geht gerade durch die Decke. Also ein ganz, ganz schönes und ein ergänzendes Format für alle Bares für Rares Fans. Ich finde das nach wie vor unglaublich, was für ein monströser Erfolg das ist. Ja, es ist ja auch fast schon ein Universum entstanden. Ne? Also es gibt Bares für Rares, die tägliche Show, die ja von Sonntag, wir haben mit einer sonntäglichen Show angefangen, von Sonntag zu einer täglichen Show gemacht wurde. Dann kam die Primetime, das heißt, da drehen wir dann auf Schlössern, ganz, ganz groß angebunden und da kommen dann richtige Highlight-Objekte. Dann gibt es die Lieblingsstücke, wo man uns sieht als Händler oder als Experten, wie wir dann nochmal andere oder alte Folgen kommentieren. Dann gibt es jetzt die Händlerstücke, wo man sieht, was aus den Objekten wird. Also man hat ein richtiges Universum, in das man sich als Fan einarbeiten kann und das einen irgendwann nicht mehr loslässt. Und krass ist auch, was Bares für Rares bei Social Media abreißt. Also was ihr euch da alles einfallen lasst. Also neben den regulären Dreharbeiten für all das, habt ihr auch noch Zeit, dass wahrscheinlich eine Social Media Redakteurin, Redakteur kommt und sagt, Fabian, mach mal schnell das und das. Ja, das Thema Social Media ist extrem groß geworden. Wir haben... Also ich meine, es ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, ne? Die sind normalerweise da nicht so bewandert, aber wir haben sogar einen Instagram-Account jetzt seit neuestem und Facebook natürlich auch. Und das ist schon was Seltenes für so ein Format, das eigentlich ja eher, oder wo man eigentlich dachte, dass es eher so das ältere Publikum anspricht. Nein, es gibt auch eine riesige junge Zielgruppe, die das liebt und gerne schaut. Es ist ja gerade bei den Jungen so durch die Decke gegangen. Auch die Wiederholung bei ZDF Neo, das sehen so viele Leute. Das Video mit Otto Müller, den ich dann ja eigentlich nicht restaurieren lassen habe, der war ja in Ordnung. Ich habe den nur neu rahmen lassen und habe Museumsglas drum gemacht. Das war für kurze Zeit Platz 3 der deutschen YouTube-Charts. Es ist irre, ne? Was das für Kreise zieht. Herrlich. Aber das ist natürlich auch schön, das macht einen richtig stolz. Weil ja auch so viel Liebe in diesem Format steckt, aber auch schon so lange halt so krass. Du hast dich aber über die Zeit von Social Media verabschiedet, ne? Ich habe mich zumindest aus Instagram verabschiedet. Das war irgendwie nicht so meins. Ich habe Facebook noch, weil da wirklich die meisten Follower von mir sind. Und da habe ich eine große Community, auf die ich sehr stolz bin und die ich auch feiere, aber... Instagram war mir dann irgendwie noch zu viel. Also man muss dann auch zwei Accounts bedienen und irgendwie bin ich dafür nicht so der richtige Mann und habe mir dann gedacht, okay, nützt mir nichts, mache ich wieder weg und habe dafür etwas mehr den Kopf frei für andere Sachen. Richtig, Ressourcen, Zeit ist wertvoll. Im September 2018, ich zitiere, verabschiedete sich Fabian Karl nach 10 Jahren von seinen langen und oft auffallend gefärbten Haaren und wechselte zum Kurzhaarschnitt. Was hat dich denn zu diesem wirklich Großereignis bewegt? Ja, es ging ein Zucken durch Deutschland, das muss man schon sagen. Das ist ganz klar ersichtlich gewesen. Auch bei den Wahlergebnissen hat sich das niedergeschlagen. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil irgendwann ist die Zeit für lange Haare durch. Also für mich zumindest. Ich hatte einfach die Schnauze voll, wirklich. Das ist so pflegeleicht, wenn sie kurz sind. Man muss sich nicht mehr so viel Gedanken machen, auch dieses ständige Haare färben. Na klar, mir fehlt das manchmal, so einen verrückten Look zu haben oder mich dahingehend auszutoben, weil es irgendwie viele Jahre ein Bestandteil meines Lebens war. Aber die Freiheit, die man dadurch gewinnt, das nicht zu tun, ist auch enorm toll und darf gelebt werden. Und ich hatte ja 12 Jahre meine Haare lang. Also das reicht. Ja, und das Schöne ist, du brauchst ja einfach nur irgendwo im Schloss ein Ritterhelm nehmen, rauf und mit dem Rasierer drum und fertig. Ja, deswegen. Also ich brauche nicht mal mehr einen Friseur. Ist alles gut. Ja. Du auch nicht, ne? So wie ich das sehe. Ich gehe jetzt in meine Fabian-Karl-Phase. Ah, sehr gut. Ja, die hat jeder mal. Du warst ja auch vor mir Vegetarier. Mit 15 hast du damals angefangen. Ja, ne? Ja, Vegetarismus finde ich gut. Ziehst du es noch durch? Ich ziehe es noch durch. Ja, ja, klar. Auch kein Alkohol, nicht rauchen. Ganz genau. Geil. Bin ich jetzt auch dabei übrigens. Seit 2 Wochen kein Alkohol, nicht rauchen. Seit Mittwoch. Ja, genau. Irgendwann ist immer der erste Tag. Ja. Nein, ich habe jetzt eine neue Frau in meinem Leben und da haben wir uns geschworen, hey, komm, wir konsumieren nichts mehr.
Außer Wasser. Konsumiert nichts mehr. Was habt ihr denn vorher Dramatisches konsumiert? Dass ihr jetzt sagt, okay, wir hören jetzt auf. Nichts Dramatisches, nein, aber es sind alles Drogen. Alkohol ist eine Droge, Zigaretten sind Drogen, Kaffee ist eine Droge, Zucker, wenn man es streng nimmt, auch und so weiter. Und das alles einzudämmen, beziehungsweise auf Alkohol und Zigaretten komplett zu verzichten, das ist mir sehr wichtig. Zumal ich ja auch noch leicht lungenkrank bin und das dadurch einfach nicht besser wird. Ja, das nehme ich jetzt an. Habe ich ja schon mal gemacht. Von 19 bis 25 habe ich gar nichts getrunken oder geraucht. Und ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist dazwischendurch, aber jetzt fange ich damit wieder an. Du fängst damit an, aufzuhören. Dir geht's doch gut seitdem, oder? Also du hast mir erzählt, dir geht's richtig gut seitdem. Mir geht's richtig gut. Also du hast ja auch von jetzt auf gleich aufgehört. Das ist irre. Ja. Ich kannte dich von früher eigentlich nur mit Zigarette. Und dann plötzlich vom einen auf den ersten anderen Tag kamst du und meintest, ah du, ich mach nichts mehr davon. Total geil. Und dann ist das Dümmste überhaupt passiert, du hast angefangen zu rauchen. Ja, das ist richtig. Ich weiß auch nicht, du hast mir das abgegeben. Du bist schuld. Na endlich haben wir den Schuldigen gefunden. Ja. 2018 kam ja dein Buch raus, Der Schatzsucher, halb Autobiografie, halb Antiquitätenratgeber. Mein Buch heißt Der Schatzsucher und der Halbblutprinz. Mein Fehler. Würdest du sagen, das war ein Erfolg damals? Also es war auf jeden Fall auf der Bestsellerliste, was auch immer das heißen mag. Das hat nichts mit großen Verkaufszahlen zu tun. Wenn ich vom Buchverkauf leben müsste, dann sähe es da schwierig aus. Das sage ich sofort. Also ich habe gut verkauft, aber um Leben mit Büchern zu finanzieren, da muss man ganz andere Zahlen schreiben. Das weiß ich. Aber für mich persönlich war es ein Erfolg. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, waren die Lesungen, die sehr gut ankamen, die Talkshows, die man besucht hat und natürlich auch das Geld, was man damit verdient hat. Die Fans, die einen schreiben, dass das Buch wundervoll ist, die jetzt wieder zu Weihnachten, haben wir ja nicht. Die Fans, die gesagt haben, sie finden das Buch ganz toll und inspirierend und haben es immer dabei, wenn sie auf den Flohmarkt gehen. Genau das wollte ich eigentlich damit erreichen und das ist großartig. Es war in dem Sinne schon ein Erfolg. Aber ich bin auch froh, dass ich davon nicht leben muss. Du müsstest du davon leben, würdest wahrscheinlich auch mehr als eins schreiben. Natürlich, das musst du auch. Also da musst du am laufenden Band liefern, sonst wird das nichts. Ich weiß, du hast ein großes Herz für Afrika. Wie, gibt es da irgendwelche Pläne oder ist das so eine Liebe aus der Ferne? Die Liebe für Afrika, die pulsiert immer noch durch meine Adern. Und es ist jetzt endlich der Fall, dass sich ein Traum erfüllt. Ich fliege nach Afrika und mache die Ranger-Ausbildung. Von der hatte ich dir ja schon mal erzählt. Man kann sich also in Afrika zum Ranger ausbilden lassen. Und ich habe vor, das vor allem wegen der Erfahrung oder der Erfahrung wegen diese Ausbildung machen zu wollen. Und eventuell auch in den Wintermonaten in Afrika zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne mich dort unten für den Naturschutz einsetzen würde, für den Umweltschutz und so weiter. Und ich weiß, dass in Afrika händeringend Ranger gesucht werden, weil die Nationalparks einfach zu wenig Leute haben, die mit anpacken und so große Gebiete. Da brauchst du einfach Personal, die da mitmachen wollen. Und ich glaube, das würde mir Spaß machen. Einfach just for fun, Kost und Logis, mehr brauche ich nicht. Was bedeutet das für Bares für Rares? Das bedeutet für Bares für Rares eigentlich nichts, außer dass ich 2-3 Monate im Jahr vielleicht nicht drehe, was aber überhaupt nicht auffallen wird, weil ich die Zeit dazwischen auf jeden Fall sehr nutzen werde und die Folgen ja sowieso versetzt ausgestrahlt werden. Also der Zuschauer wird es gar nicht bemerken und ich kann einen Traum leben. Krass. Ja, also drück mal Daumen, dass das alles klappt. Ich bin so gespannt. Das ist das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, wäre irgendwas mit Corona, aber bisher alles gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Ansonsten, sobald es halt wieder geht, aber wie du vorhin schon gesagt hast, ich denke, ganz Deutschland drückt die Daumen. Ein Zucken ging kurz durch die Republik. Genau. Ja, und es wird auch, wenn alles klappt und mich die Muse packt, wird es dann auch ein neues Buch geben. Ich bin bereit, darüber zu schreiben, weil das, glaube ich, eine Erfahrung ist, die man gerne auch mal teilen darf. Das wird großartig. Ich bin so gespannt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich hoffe, dass wenn du dann in Afrika bist, dass du eine Stelle findest, an der du richtig gutes Internet hast, damit wir
wieder miteinander reden können und dann mit einem anderen Hintergrund als jetzt bei dir. Also ich hoffe, dass ich da eine Stelle finde, die gar keinen Internetempfang hat, weil das wäre auch mal richtig schön. Endlich mal gar nichts. Kein Internet, kein Telefon, nichts. Ach, herrlich. Wir drücken dir alle die Daumen. Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, mein Freund. Fabian Karl zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Mich hat es auch sehr gefreut, Nico. Mach's gut. Bleib, wie du bist. Halt, halt, halt. Du hast ja natürlich wie immer noch eine Gelegenheit, eine unglaubliche. Du darfst zum dritten Mal in dieser Show sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich denke, wir sind alle ganz Deutschland. Österreich und die Schweiz ist gespannt, was du gleich zu sagen hast. Du hast noch eine Sekunde Zeit, um drüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun und das betrifft jedes Land. Und ihr könnt es wie Fabian machen. Ihr könnt gucken, welches Land mag ich, welches Land braucht Hilfe, wie kann ich helfen und dann einfach gucken, ob das geht und vielleicht auch sich einfach trauen. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr, wie jeden Abend zur nächsten Web-Talk-Show. Und jetzt die Abschlussworte von Fabian Karl. Bis dann! Leute, der Nico hat absolut recht. Die Welt steht uns allen offen. Sie hat natürlich ihre Gadgets bekommen, die uns alle etwas auf die Nerven gehen, sage ich mal. Also Stichwort Corona ist da ganz groß. Aber lasst euch überhaupt nicht davon unterkriegen. Wir alle haben alle Möglichkeiten. Wir können uns jeden Tag entscheiden, ob wir in Liebe oder in Angst leben wollen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir im Leben treffen können. Und wenn euch das schon mal klar ist, dann packt es an, nehmt Mut mit auf die Reise und ihr werdet alles erreichen, was ihr euch zu träumen wagt. In dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch allen Mut, den ihr zusammenfassen könnt, um alles zu erreichen, was ihr euch vornehmt. Bis bald. Macht's gut.